Die Herausforderung, die wir eigentlich haben bei einer wiederkäuergerechten Fütterung, ist erstmal auch diesen Stresslevel oder die Stressfaktoren herauszufinden. Und die Frage ist, wie wirken eigentlich Stressoren auf die Kuh? Und wenn wir uns angucken, eigentlich alles, was die Kühe stresst, führt zu einer mehr oder wenig starken, stark ausgeprägten physiologischen Reaktion. Das ist zum einen Sozialstress. Das heißt, wenn Kühe in eine neue Gruppe kommen, dann fressen sie zum Beispiel auch weniger. Wenn sie keine Milch geben, sehen wir das eher nicht in diesem Umfang. Aber wenn wir Blutproben ziehen würden, dann würden wir zum Beispiel anhand von Stresshormonen, könnten wir einen deutlichen Anstieg von diesen Stresshormonen messen. Oder wenn Kühe unter Hitzestress leiden, dann bilden sie sogenannte Hitzeschockproteine, die quasi den Körper davor schützen, dass die Hitze keine Proteine denaturiert. Natürlich, wenn Organerkrankungen vorliegen, wie eine Mastitis oder eine Metritis, dann sind auch Organe betroffen. Und wir wissen, dass eine zum Beispiel subklinische Azidosen oder sehr, sehr stark schwankende pH-Werte über den Tagesverlauf deutlich das Risiko erhöhen für Infektionserkrankungen. Und der Barry Bradford, das ist ein Tierarzt aus Amerika, der hat sehr schöne Übersichtsarbeit dazu geschrieben. Der hat das beschrieben als Flamme und hat es beschrieben, dass die Kühe immer auch mit einer Entzündung der Leber reagieren auf Stressoren. Ist natürlich die Frage, wie stark sind diese Stressoren ausgeprägt und so stärker oder weniger stark ist auch diese Entzündungsreaktion im Stoffwechsel. Und warum ist eigentlich die Leber betroffen? Weil egal, wo im Körper eine Entzündung vorherrscht, ist erstmal der Masterregulator ist immer die Leber. Das heißt, die Leber induziert eine Entzündungskaskade und dann werden Stoffe produziert, die dann diese Entzündung eindämmen, überwiegend der Leber, natürlich auch in dem Organ, wo es vorhanden ist. Und dann werden auch diese Proteine oder diese Stoffe, die gebildet werden, auch in die Organe transportiert. Wenn man das zusammenfasst, kann man eigentlich sagen, alles, was unsere Kühe stresst, führt zu einer Entzündungsreaktion. Das ist immer die Frage, wie stark das ist und wie ist diese ausgeprägt, diese Entzündung bei den Tieren. Und ich möchte heute im Vortrag Azidose, Pansenazidose eingehen. Das heißt, was passiert eigentlich, wenn Kühe unter einer subklinischen Pansenazidose leiden? Die klinischen sehen wir ja häufig. Das sieht man klinisch, dass die Tiere auch Probleme haben. Wie können wir das praktisch umsetzen, dass wir sehr wiederkäuergerechte Rationen füttern, dass die Kühe letztendlich auch gesund bleiben, dass die Wiederkäuer auch Wiederkäuer bleiben, ja, weil das Wiederkauen ist nicht, die heißen nicht Wiederkäuer ohne Grund, sondern es ist ganz, ganz wichtig für die Kühe, für die Tiergesundheit, dass der Wiederkauprozess und der Pansen sehr, sehr gut funktioniert. Die Frage ist, was passiert eigentlich in der Kuh oder im Pansen, wenn die Kühe jetzt sehr, sehr starke oder ich sage mal Wiederkäuer sehr stark schwankende pH-Werte aufweisen über den Tagesverlauf. Und wenn das dauerhaft der Fall ist, dann ist es auch dauerhaft diese Schwankungen, die dann zu Problemen bei den Kühen oder bei den Tieren führen können. Ja? Und wenn wir uns überlegen, welche Schwankungen oder durch welche Faktoren diese pH-Wertschwankungen verursacht werden, dann denken wir natürlich oft an Rationen für Mastbullen, die häufig sehr, sehr stärkereich sind. Da wird häufig sehr viel Maissilage gefüttert, das heißt sehr stärkereich. Es ist schwierig, die Struktur in die Kühe, in die Bullen reinzubekommen. Das Problem haben wir aber auch bei Kühen, dass wir häufig sehr stärkelastige und zuckerlastige Rationen füttern. Und wenn man sich dann lokal oder mal in den Pansen reingucken würde und wir uns angucken, was passiert bei subklinischen Pansenazidosen und würden dann uns an die Zellwand andocken oder mal so ein Stück rausschneiden. Und dann passiert Folgendes, wenn der pH-Wert sehr, sehr stark schwankt und der sehr stark abfällt, oder das heißt abfällt unter 5,8 über eine gewisse Zeitdauer. Und wenn wir uns das hier vorstellen als die Pansenwand ist eine sehr, sehr dicke Wand, das heißt, das sind ganz, ganz viele Zellschichten übereinander. Und dann haben wir in dem Panseninhalt haben wir ganz viele Bakterien, wir haben teilweise auch Mykotoxine, wenn man zum Beispiel auch pilzbelastete Futtermittel haben, das kann aus Getreide stammen, das kann aber auch aus der Maissilage stammen, wenn man an Maisbeulenbrand zum Beispiel auch denken. Aber wir haben auch häufig Bakterien in diesem im Pansen drin enthalten, wie zum Beispiel gramnegative Bakterien, die per se selbst Giftstoffe bilden, wenn sie zum Beispiel absterben. Und wenn der pH-Wert niedrig ist und wir haben eine Kombination aus niedrigem pH-Wert und sehr hoher Menge an kurzkettigen Fettsäuren, das heißt sehr viel Essigsäure, Propionsäure und Buttersäure oder vielleicht auch manchmal noch Milchsäure, je nachdem, wie die Fütterung gestaltet ist.
Und dann öffnen sich hier diese Pansenzotten. Das heißt, die sind normalerweise sehr, sehr dicht gepackt und diese Tight Junctions halten diese Zellen auch zusammen. Aber wenn der pH-Wert absinkt, dann öffnen sich diese Zellen oder die Zellverbindungen. Und dann ist es relativ leicht für Bakterien, aber auch für Giftstoffe über die Pansenwand in die Blutbahn einzutreten. Und dann schwimmen im Blut letztendlich diese Giftstoffe umher. Das können Mykotoxine sein, das können aber auch andere Giftstoffe sein, zum Beispiel von Gram-negativen Bakterien, das sind auch Kolikeime. Und diese bilden dann sogenannte Lipopolysaccharide. Und das sind Mördertoxine. Das heißt, das sind die auch letztendlich, was die Kuh zum Sterben bringt, wenn die Kuh jetzt zum Beispiel auch eine Kolimastitis hat. Dass diese Giftstoffe in die Blutbahn übertreten und dann die Kuh letztendlich zum Sterben bringen. Und der Stoffwechsel will das aber gar nicht. Und dann bildet die Leber zum Beispiel ganz viel Lipopolysaccharid-bindende Proteine, die LBP zum Beispiel, in hohen Mengen. Das läuft alles in der Leber ab, um diese LPS, also die freien Toxine, quasi zu binden und zu entgiften. Und das ist ein Teufelskreis für die Kuh. Wenn sie das ständig hat mit diesen pH-Wertschwankungen, dann ist die Leber beschäftigt, um diese Proteine zu bilden. Und das hat nochmal im Umkehrschluss zur Folge, dass die Tiere Fieber entwickeln, weniger fressen und noch mehr Körpermasse und Körperfett mobilisieren. Und dann führt das letztendlich, wir nennen das durchlässiger Pansen. Das Gleiche passiert auch im Darm. Und wenn wir diesen durchlässigen Pansen und Darm haben, dann zerstören wir quasi das wichtigste Immunsystem. Das heißt, das wichtigste Immunsystem ist eigentlich unser Magen-Darm-Trakt und sind Oberflächen, die mit Keimen in Berührung kommen. Das sind natürlich unsere Epithelien. Das heißt, das ist die Lunge, das ist aber auch der Darm, weil im Futter sind immer Giftstoffe drin. Und dann kommen wir damit in Kontakt. Und diese Zellen, Zotten, sind letztendlich die physikalische Barriere, dass diese Giftstoffe nicht in den Körper kommen. Wenn wir aber sehr azidosebehaftete Rationen füttern oder wir mischen unterschiedlich gut, also jeden Tag ein bisschen anders und die Kühe können selektieren, dann sehen wir dieses Phänomen und das führt zu deutlich mehr Infektionserkrankungen und Krankheitserscheinungen wie hohe Zellgehalte, Mastitiden, Entzündungserscheinungen, Klauenprobleme etc. Deswegen ist es sehr, sehr lohnend, darüber nachzudenken, wie kriegen wir wiederkäuergerechte Rationen hin. Das Gleiche passiert auch im Darm. Ich denke, da kann ich ein bisschen schneller drüber weggehen. Das hat, glaube ich, der Peter Zieger schon gezeigt. Das heißt, was ich gerade im Pansen dargestellt habe, passiert auch im Darm. Der Unterschied ist nur, dass die Pansenzotten oder die Pansenwand, die ist ganz anders aufgebaut als die Epithelzellen im Darm. Und wir haben auch, wenn Stärke zum Beispiel über den Pansen in den Darm gelangt und es wird im Darm nicht alles verdaut, dann gelangt auch Stärke und Zucker vielleicht, oder Zucker weniger, aber Stärke in den Dickdarm. Dann haben wir auch dort Dickdarmazidosen. Und die Epithelzellen im Dickdarm sind ganz anders, viel, viel dünner und also da gehen viel, viel mehr Giftstoffe in kürzerer Zeit durch als durch den Pansen. Und was hier auch im Darm letztendlich passiert, und wenn der Darm durchlässig ist und der Pansen, dann öffnen sich auch im Darm diese Verbindungen, die das eigentlich sehr eng zusammenhalten, und dann gehen diese Giftstoffe auch sehr, sehr leicht in die Blutbahn und verursachen dann oder induzieren quasi eine Entzündungserscheinung bei der Kuh, was letztendlich auch ein Teil der Ursache ist, dass Kühe deutlich mehr Mastitiden haben oder auch Gelenksentzündung oder auch Klauenerkrankungen. Wenn du meine spannendsten Excel-Tools für Milcherzeuger kostenlos testen möchtest, klicke oben rechts und trage deine E-Mail ein. Unten rechts erfährst du mehr über meine neue Milchviehberatung und unten links siehst du noch mehr Videos für Milcherzeuger. Bis dann, dein Rainer Möller.